Hallo, liebe Zuschauer, ich begrüße Sie ganz herzlich, ja, aus einem recht leicht verschneiten Garten. Ein bisschen mehr Schnee, darüber hätte sich wahrscheinlich jeder Hobbygärtner gefreut. Aber es soll halt nicht sein. Warum wir oder warum ich Sie heute hier aus einem Garten begrüße, das hat einen Grund. In diesem Jahr wird es ein neues Magazin bei Ihrem BLK-TV geben. Und wir führen in diesem Magazin durchs Gartenjahr. So, und im Februar ist da noch nicht allzu viel. Also müssen Sie sich dieses Mal mit einer Gartenecke begnügen. Ja, und da habe ich mir einen kompetenten Gärtner an die Seite geholt, den Herrn Ammer. Und der wird uns auch das ganze Gartenjahr über begleiten. Herr Ammer, was macht der Kleingärtner jetzt eigentlich in den Wintermonaten? Ist da Ruhepause oder was geschieht in der Zeit? Was macht der Kleingärtner in den Wintermonaten? Er lädt sich nicht auf die faule Bärenheit. Er hat immer ein bisschen was zu werkeln und zu tun. Und jetzt im Monat Februar, wir sehen es ja hier in der Umgebung, leichter Schneefall, leichter Frost. Trotzdem beginnt jetzt das Gartenjahr mit vielen, vielen vorbereitenden Sachen. Fangen wir mal mit der Sämerei an. Der Kleingärtner prüft, der hat ja immer irgendwo was in Hinterhand. Der prüft seine alten Samenbestände, die er vorkeimt oder wo er schon sich Sachen zurechtlegt. Was wird zuerst ausgesät, zu Hause auf dem Fensterbrett. Das sind zum Beispiel jetzt Ende Februar die Paprika oder schon bis Mitte März die Tomaten. Das wird ja vorgezogen. Und da gibt es eine ganze Reihe zu tun. Was macht der Kleingärtner im Garten zu dieser Jahreszeit? Viele wissen das gar nicht. Aber es ist ganz einfach so, dass jetzt so wie jetzt die Bedingungen sind, der Komposthaufen umgesetzt werden kann. Grob und neu aufschichten und überall etwas Steinmehl dazwischen, dass der Boden besser sich rekultiviert und wir dann als Kleingärtner einen wunderschönen Kompost haben, den wir ja gerne nutzen und auch brauchen. Herr Ammer, jetzt frage ich wieder als Laie, aber es ist Frost im Boden. Wie wollen Sie jetzt eigentlich was umsetzen? Alles kein Problem. Es gibt grobe Werkzeuge. Und da wird mit der groben Kelle, wie ich immer zu sagen pflege, umgesetzt. Also man kann den Garsch nehmen, die Grabegabel. Und auch wenn das oben angefroren ist, so tief ist der Komposthaufen heuer nicht gefroren, sodass das auch geht. Und Steinmehl dazwischen, das lockert dann wieder auf. Gut, jetzt haben Sie mir das erklärt, dass das alles geht. Herr Ammer, jetzt habe ich aber als Laie noch eine Frage. Zum Teufel, was ist Steinmehl? Steinmehl ist so, wie das Wort heißt, gemahlener Stein. Da gibt es bestimmte Kalksteine, bestimmte weichere, andere Steinsorten, die werden gemahlen und werden dann einfach über den Fachhandel oder über die Baumärkte mitverkauft. Es gibt auch den Begriff Urgesteinsmehl, einfach Steinmehl. Okay, gut, Sie haben ja vorhin gesagt, das weiß jeder Kleingärtner, aber wir haben mit Sicherheit auch Zuschauer, die vielleicht erst anfangen, sich mit dem Thema Kleingarten zu beschäftigen. Und für die ist es vielleicht doch ganz interessant. Jetzt habe ich die nächste Frage. Jetzt ist verschneit, jetzt ist Frost drin, alles in Ordnung. Aber im März könnte es losgehen mit den Pflanzen, mit dem Aussehen. Ist es jetzt eigentlich egal? Kann ich das nach Gutdünken machen, wo ich was so nach Ansicht, wie mir es gefällt, gerade so ich jetzt als Frau, wo ich was hinpflanze oder muss ich da was beachten? Na, es gibt schon einige Dinge, die beachtet ein guter Kleingärtner. Aus dem Mittelalter wissen wir ja, kennen wir ja den Begriff Dreifelderwirtschaft. So, das heißt natürlich, jeder kluge Kleingärtner beachtet eine bestimmte Fruchtfolge. Ganz einfach als Beispiel. Ich kann dort, wo im vergangenen Jahr Kartoffeln waren, kann ich keine Kartoffeln wieder. Ich kann natürlich, aber ich sollte keine Kartoffeln wieder dorthin setzen und auch keine Tomaten. Das hat was mit der Braunfäule zu tun. Beide Pflanzen haben
die Gefahr, dass zu bestimmten bei bestimmten Witterungsunbilden Nässe, stauende Nässe, Feuchtigkeit von oben sich Braunfäule bildet. Und die Braunfäule geht von der Kartoffel aus und wächst dann auf die Tomate über. Und deshalb sollte man diese Sachen trennen. Es gibt verschiedene Synergieeffekte, die ein guter Kleingärtner heute beachtet. Und die Synergieeffekte sind dann ganz einfach so, dass man zwischen die Tomaten Selleriepflanzen setzt. Mhm. Oder dass man Möhren aussät und daneben eine Reihe Zwiebeln. Und immer solche Wechselspiele. Und er beachtet die Fruchtfolgen, um sich so zu sichern, dass er eine gute Ernte bekommt, um sich so zu sichern, dass er im Bedarfsfall nicht so viele Kartoffelkäfer hat. Und hat natürlich auch die Folge, wenn er das so von der halbwegs vernünftig beachtet, dass der Einsatz von Spritzmitteln nicht so intensiv ist. Denn wir wollen alle einen Biogarten haben. Das heißt, wir gehen weg weitestgehend und sehr straff von Pestiziden, von Herbiziden. Die haben wir früher angewendet und heute nicht mehr. Ja, jetzt waren die letzten Tage ja nun relativ mild und es ist schon sehr vieles zum Vorschein gekommen. Was passiert jetzt, wenn der Frost kommt? Oder jetzt ist der Frost gekommen und wir wissen ja nicht, wie es weitergeht mit dem Wetter. Gute Frage. Aber bisher ist es immer so gewesen, dass die Natur sich selber geholfen hat. Wir sehen im Hintergrund über ihre linke Schulter sehen wir ein paar kleine Krokusse, die schon die Blütenkelche und die Blütenfarben angesetzt haben. Wir sehen es zum Beispiel an dem Pfirsich hier, dass er angefangen hat zu treiben. Und da wird dann der Kleingärtner, wenn die Frosttage vorbei sind und es wird etwas wärmer, an frostfreien Tagen dann schon die ersten Handgriffe tun. Zum Beispiel beim Pfirsich wird er dann schon schauen. Es ist einfach so dieses Jahr, dass wir dann beginnen mit den ersten Spritzmitteln gegen die Blattkräuselkrankheit an den Pfirsichbäumen. Hier sehen wir, dass das Blütenknospen sind und keine Blattknospen. Das heißt, hier ist zu sehen, wie sich die Knospe vom Zweig schon gelöst hat. Die liegt normalerweise ganz eng an, so wie das hier noch zu sehen ist. Hier hat sie sich gelöst und dort wird dann gespritzt gegen die Blattkräuselkrankheit. Ich habe jetzt allerhand zu erfahren gekriegt, was man aussehen soll, wo man es nicht aussehen soll. Trotz alledem ist dem Kleingärtner oder sind dem Kleingärtner die Hände noch gebunden. Aber untätig muss er nicht sein. Er kann doch praktisch zu Hause im Wohnzimmer, am Wohnzimmertisch seinen Garten planen, wo er was hinsetzt, wo vielleicht auch mit Blumen, mit Springbrunnen, mit allem, was er sich vorstellt, dass er dann im März loslegen kann. Richtig. Die Frage der Planung ist im vollen Gange, weil jeder Kleingärtner möchte ja einen farbenfrohen, bunten Garten haben. Und das bezieht sich dann nicht nur auf Obst und Gemüse, das bezieht sich auch auf Blumen. Der eine hat ein Hobby hält sich gern an Rosen auf. Der nächste hat ein Hobby, der nimmt Dahlien als Hauptblume oder andere. Ich sage immer, es soll schön bunt und nicht nur grün sein. Das heißt aber auch für mich, dass ich mich hinsetze, einen Laptop aufklappe und dort drin beginne mal rumzuschnüffeln. Was habe ich die letzten 2 Jahre gemacht? Wie möchte ich das dieses Jahr gestalten? Und dann kommt sicherlich meine Frau mit dazu und sagt dann, nee, ich will die und die Blume dorthin haben. Und so gehen wir das dann an. Herr Ammer, das war sehr informativ. Gerade für Kleingärtner, die es erst werden wollen. Das ist jetzt eigentlich auch ein gutes Schlusswort eigentlich gewesen. Wir sehen uns dann im März wieder. Liebe Zuschauer, wie ich es gerade gesagt habe, wir sehen uns im März wieder. Dann können Sie sich freuen auf unser Gartenmagazin, die Laubenpieper.
Ich verabschiede mich jetzt erst einmal von Ihnen hier aus dem Kleingarten von Herrn Ammer. So, wenn Sie Fragen haben, ganz spezielle Fragen haben, dann schreiben Sie uns ganz einfach. Ich werde die dann mitnehmen und lasse mir die dann hier von Herrn Ammer beantworten. Also wie gesagt, dieses Mal nur eine Gartenecke. Ab März geht's dann richtig los. Freuen Sie sich drauf. Ich wünsche Ihnen jetzt eine schöne Zeit. Bis dann, machen Sie es gut.